Guten Morgen, es ist 8:32 Uhr, Mittwoch, der 20. Juli. Mein Name ist Carlos Martin, Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und der DAX steigt und steigt und steigt, 13,4. Und wir platzieren den ersten Trade direkt, meine Damen und Herren, hier auf der Big Number. Wir gehen long bei 13,407, short bei 13,392. Und jetzt müsste auch unser Gap geschlossen sein. Wir haben jetzt ein Mini-Gap von gestern hier nochmal im Markt. Ja, wir sehen also gestern die Rakete gestartet. Ja, und zwar hier von langsam hoch 13 und dann nach oben ausgebrochen. Wir haben eine 24er Box dazwischen gehabt. Ja, ansonsten war es relativ ruhig. Wir haben gestern ein Big Number Trade gehabt, der ein bisschen länger gebraucht hat. Ja. Zeige den nochmal ein. So. Hier. Ja, nachdem wir ihn mehrmals getradet haben und auf angepasst gedrückt hat, dann hat er den Ausbruch getätigt. Nach unten nochmal in diese blauen Zonen, die wir eingezeichnet haben. Ja, heute sind wir auch direkt short. Und wie immer, aus altem Ritual, nutzen wir immer 0,005. Zum Aufwärmen nutzt es oder ist wie ein altes Ritual, Gymnastik. Ja, das ist nur zum Warmwerden. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst und versuchen dann mehr aus dem Markt rauszuholen. Erster Trade Short, Big Number 13,392. Vola Boxen, da schauen wir direkt mal rein. Wo kommt die Vola Box rein? Die Vola Box wird reinkommen bei 13.336. Das heißt, ein Tickchen tiefer. Und das würde bedeuten, dass wir auch hier dann auch wieder einen sogenannten Hedge-Auflösungstrade machen, weil wir dann 40 Punkte vom Markt entfernt sind. Schauen wir mal. Aktuell sind wir im Short und jetzt blicken wir, wie eben jeden Morgen, einmal auf die Großwetterlage. Ja, bundesweit ist ja hier wirklich die Hitze ausgebrochen. Und ich fange mal an mit Bitcoin wie jeden Morgen. 23.698 und das heißt, wir verlassen jetzt diese 20er-Zone auf Daily immer noch Short, aber 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Der nächste Markt, ihr wisst, ist Ethereum. Hier munkelt man, wie gesagt, von einem Update im September, was man schon lange drauf gewartet hat oder worauf man lange drauf gewartet hat. Daily sind wir fast bei der Game Changer, also beim Wechsel. Aber wir sind hier offiziell noch short. 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long und 5 Minuten auch long. Und wenn man sich das mal anschaut, vor wenigen Tagen hat man Ethereum bekommen, hier bei knapp 1000. Und wir sind jetzt 50%, über 50% gestiegen. Das ist dann, wie gesagt, die Kryptowelt. Dow Jones. Dow Jones sehen wir, wir sind auf dem Daily Long, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten sind wir Short, aber übergeordnet ist der Markt Long. Gehen wir mal auf Weekly, da sehen wir, sind wir Short. Das ist nur der Hinweis, da sind wir noch im langfristigen Modus. Ja, so, jetzt gehen wir erstmal in den S&P 500. Weekly immer noch Short, aber Daily knapp an der Long-Grenze, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten Short. Nächster Markt, Nasdaq, Daily Long, 4 Stunden Short, Wochenshort, Entschuldigung, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 und 5 Short und the good. Jetzt gehen wir einmal in Öl, Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short und 5 Minuten auch Short. Gold 1700, Daily Short, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short,
15 Short und 5 auch. Und DAX Daily Short, 4 Stunde Long, Stunde Long, 30, 15 und 5. Das war der große Wetterbericht. Und, meine Damen und Herren, das war auch schon der erste Trade. Unser Short Trade ist in den Gewinn gelaufen. Und damit verabschiede ich mich. Videotagebuch, Aufzeichnung unserer ersten Trades. Also ist Short gegangen. Wir haben den Trade in den Gewinn gebracht und wünsche damit einen guten und disziplinierten Tag. Wir sehen uns dann morgen, wenn ihr Lust habt. Zu gleicher Stunde, 8.25 Uhr. Und wir machen im Live-Trading Room weiter. Nach dem Traden ist vor dem Traden. Wie ihr wisst, bin ich sehr kaffeedurstig, aber ich habe einen Auftrag. Der Regisseur sagt, ich darf nicht Kaffee holen, bevor ich nicht euch motiviert habe, unseren Kanal zu abonnieren und natürlich uns zu liken.